GC und das um 16 Goal bessere Torverhältnis. Da kann jetzt wirklich nichts mehr schief gehen. Der FC Basel holt zum 16. Mal in der Vereinsgeschichte den Schweizer Meistertitel, zum 14. Mal hintereinander. So richtig gefeiert wird er am Wochenende daheim in Basel. Ein bisschen gefeiert hat man allerdings auch schon gestern nach dem 1:0-Sieg bei den Berner Young Boys. Wer so jubelt, der feiert gerade den Meistertitel. Der 1:0-Sieg gegen IB gestern Abend bringt dem FC Basel die vierte Schweizer Meisterschaft in Serie. Mittendrin im Jubel Murat Yakin. Für ihn ist es der erste Titel seiner Trainerkarriere. Trotz diesem Erfolg, ausgerechnet Yakin, tritt nach dem Spiel auf die Euphoriebremse. Vorzeitige Gratulationen zum Titel? Nein, danke. Wir haben noch ein Spiel und solange das noch nicht definitiv entschieden ist, wollte ich da noch nicht groß führen. Die Spieler schafften es nicht ganz, so zurückhaltend wie ihr Trainer zu bleiben. In der Garderobe gab es die erste Fastmeister-Zigarre. Gleichzeitig geht Captain Marco Streller zum Angriff über. Mini-Meisterfeier in den Katakomben des Stade de Suisse. Ist das jetzt das Meisterbier gewesen? Ich glaube es schon. Also das kann man glaube ich schon sagen. Nein, es ist nicht offiziell, das wissen wir. Aber ja, wir sind zu 99,99% sicher, dass es wir werden sein. Und ich glaube, das gibt schon Anlass, dass man auch ein Bier trinken darf. 99% Meister zu sein bedeutet aber auch, die Bierchen werden nur teamintern gezischt. Noch ohne Fans. Nicht so heute. Hunderte FCB-Anhänger strömten zu einer Fanshop-Eröffnung in der Basler Innenstadt. Heiß begehrt die Unterschriften der 99% Meisterhelden. Man hofft die ganze Saison drauf und wenn es dann nachher am Schluss ist, also ist es ein unglaubliches Gefühl, ja, wo die Mannschaft dann zurückgeht. Als wahrer FCB-Fan weiß man, dass der FCB dranbleibt und natürlich den Titel holt. Euphorisch die Fans, ausgelaugt die Spieler. Ja, wir haben es uns schon ein bisschen gut gehen lassen, aber wir wissen ja selber, dass im Fußball leider alles möglich ist. Aber wir sind natürlich erleichtert, dass wir den Sieg gestern erringen konnten. Und ich denke, jetzt haben wir alles selbst gut in der Hand für Samstag. Alles ist angerichtet und dann wollen wir uns natürlich auch belohnen dafür. So zurückhaltend wie die Spieler ist auch der neu eröffnete Fanshop. Meistershirts sind keine zu finden. Die werden erst ab Montag auf diesem Tisch verkauft. Und dann, ja dann, wird endgültig ein jeder in Basel sagen, ja, der FCB ist Meister. Ja, definitiv feiern wird der FC Basel am Wochenende daheim. Nach dem Spiel gegen St. Gallen, im letzten Heimspiel dieser Saison. Zuerst im Stadion bei der Pokalübergabe und anschließend bei der grossen Party in der Innenstadt.